John, Frühjahrsklassiker im Herbst, richtige Beschreibung? Ja, schon. Also ich meine, war auch so gewünscht, glaube ich, vom Streckenverlauf. Und klar, das Wetter hat dann natürlich schon auch eine Rolle gespielt. Mit dem Regen hat es nicht einfach gemacht, halt einfach vorne zu fahren. Und dann, wenn man dann einmal irgendwie hinten ist, dann ist halt schwer, auch wieder nach vorne zu kommen. Gerade wenn dann der Wind so von der Seite reinbläst. Und war dann relativ schnell, ist dann auch gerissen. Und dann waren wir mit, ich denke so 35, 40 Leute oder so waren vorne irgendwie, vielleicht 29, ja. Und war mega hart dann. Am Ende kleiner Gruß an Fabian Wegmann. Ich glaube, zwei Runden auf dem harten Kurs hätten auch gereicht. Wir mussten heute drei fahren, aber ja, das kennen wir ja von ihm. Gut, das Wetter hat es natürlich auch noch zusätzlich schwerer gemacht. Ihr habt so ein bisschen mit auseinandergerissen am Anfang, glaube ich, mit Bora zusammen. Die sind vorne gleich Tempo gefahren, ihr wart direkt dabei, zu viert oder zu fünft sogar. War das so der Plan von Anfang an? Ja, wir wollten auf jeden Fall halt von Anfang an halt einfach auf der Höhe sein und haben dort halt einfach auch voll den Fokus behalten und wollten auch das Rennen halt nicht aus der Hand geben. Und das war wichtig und das ist uns gelungen. Ich war happy, dass wir da mit so vielen vertreten waren. Am Ende in der letzten Runde an dem Hartenberg war es leider so, dass die Beine ja nur bei Nils gereicht haben, um da in den 10 Leuten dann mit dabei zu sein. Und es wäre schön gewesen, wenn wir da nochmal einen mindestens dabei gehabt hätten. Aber ich war eine Runde vorher schon echt am Anschlag und hatte da leider nichts zuzusetzen, um da mit dabei zu sein. Aber am Ende trotzdem, glaube ich, passable Leistung. Mit ein bisschen mehr Glück fährt Nils hier am Ende aufs Podium und dann können wir mega happy nach Hause fahren und so ein bisschen Wehmutstropfen, dass halt das Podium knapp verpasst war. Wie war es da hinten dann zu sitzen und zu wissen, Nils ist vorne in einer 10-Mann-Gruppe, aber halt auch alleine, die anderen sind in Überzahl, haben die besseren Sprinter vielleicht. So ein bisschen schwierige Situation dann zu entscheiden, wie man fährt, oder? Ja gut, ich meine, als wir dann die Entscheidung getroffen haben, dass wir unsere Karten auf Nils setzen, war das Einzige, was wichtig war, dann halt einfach auch den Fokus im Feld zu behalten, weil man weiß ja nie, was vorne passiert und man weiß halt auch nicht, ob da jetzt noch Stürze passieren. Und der Kurs ist gerade im Regen, im Nassen halt einfach extrem tricky und da muss man einfach vorne fahren. Und das haben wir gut gemacht und am Ende sind wir alle sturzfrei ins Ziel gekommen. Zum Abschluss, du hast am Anfang schon gesagt, Fabian, vielleicht eine Runde weniger wäre schön gewesen. Für die Zuschauer war es, weil es gerade am Anfang schon losging im Wind, ein wahnsinniger Münsterland-Giro. Wie siehst du das? Lieber Rennen so schwer als Klassiker oder lieber Sprinter-Klassiker? Ja, ich glaube, das Schöne ist ja wirklich, dass kein Münsterland-Giro eigentlich immer gleich ist und dass hier halt einfach viel Variation halt einfach ist, gerade auch durch diese wechselnden Startorte. Und das hat auch Flair und hat halt einfach auch diesen Charme, dass halt einfach auch viel passieren kann. Und ich glaube, jedes Jahr brauche ich das jetzt nicht hier, aber es war auf jeden Fall halt cool, auch mal so eine harte Austragung hier mitzumachen. Danke dir, komm gut heim.